willkommen zur IAC Supercup Season 2. Zusammen mit Sorry for Nothing. Einen wunderschönen guten Abend. Beide neu am Start. Im Kommentatoren-Kabinchen. Und es geht schon gleich los. Kibo, vielen Dank für 13 Monate. Moin. Und moin an Kayumi, Spielemann, Chris, White Rose, Nico, Lulu und Kira. Wir sollen Party machen, alles klar. Und es regnet. Was? Es regnet? Wahrscheinlich haben wir wieder ein wenig Zeitverzögerung. Jo, es regnet. Soll es das ganze Qualifying regnen? Könnt ihr uns da ein wenig Auskunft geben? Full Quali Regen. Und das Rennen dann wahrscheinlich trocken, oder? Dann sehen wir hier schon wahrscheinlich im Qualifying sehr viele Crashs. Und da fährt der erste schon raus. Das ist Hiko. Wie war unser Tag? Ja, ich war den ganzen Tag gestresst. Den ganzen Tag nervös auf den Stream heute. Ich war auch ein bisschen gestresst. Hoffe, ich kann deliver. Chilligen Tag. Ja. Die ersten fahren schon raus. Hiko Hülkenberg und Rick sind schon draußen. Rick Radek. Hoch. Es sieht nicht so nass aus. Also ich weiß nicht, ob der Regen noch stärker wird. Nee, wird er nicht. Okay. Auf jeden Fall wird die Strecke am Anfang sehr rutschig sein. Deswegen muss man extrem aufpassen. Außer den beiden Ferraris, Nick und Pascalus sind jetzt alle draußen. Vielleicht kurzes Feedback vom Chat, wie es ist mit dem Ton. Ob irgendwas lauter, leiser so. Ja. Und Radek geht jetzt auf seine erste Runde. Ja. So. Die ersten fahren jetzt auf die schnelle Runde. Nico Hülkenberg und Radek. Das Gelb in Sektor 2 hat sich schon Ferrari gedreht. Ja. Und da gibt es einen dicken Stau in Sektor 3. Was ist da denn los? Eieiei. So, Radek
mit einer guten Zeit. Fährt jetzt die Schikane auf Sektor 3 zu. Was wird das denn für eine Zeit? John ist gestorben. Oh. In der ersten Kurve. John. Und Radek. Oh. Und Radek mit einer A1, 38, 9. Das hätte auch böse ausgehen können an der Wand. Mal gucken, was Nico Nülkenberg jetzt macht. Mit einer 1,37,9. Eine Sekunde schneller. Wer wird als nächstes über Start und Ziel kommen? Admin setzt sich mit einer 1,38,8. Und wir haben wieder gelb. Das ist. Rocky Kilim Helim. Mit einer 1,37,6 und damit neue Polezeit. Schon natürlich sehr ärgerlich, startet jetzt wahrscheinlich auf Platz 20 ins Rennen. Wer kommt als nächstes? Bronco ist auf Positional Pole mit einer 37,4. Oh. Und wir haben wieder gelb, da hat sich ein Red Bull gedreht. Und Mick mit einer 1,38,9 und fährt damit auf P9. Pala auf Pole. Pala. 37,1. Pascalus ist jetzt der nächste, der über Start und Ziel kommt. Einer 1,37,7 und damit auf P5. Jetzt Chris mit einer. Chris war ungültig, muss nochmal versuchen. Sunny jetzt bei Sektor 2. Und wir haben eine Vorhersage. Schafft Radek Q3. Der Q3, ich glaube nicht. Also es wird schwierig für ihn. Ist ja ein weit gefächertes Fahrerfeld aus Mischung der Liga 1, 2 und 3 des normalen Betriebs. So, Chris jetzt auf der Hangar Straight. Bisher nicht, eine sehr guten Zeit alles. Bisher nicht ungültig. Sektor 2 gelb. Da ist ein Williams von der Strecke gefallen. Und Crisp mit einer 1,37,9 und damit auf P8. Radek hätte es aber auch gerade fast schon weggeschmissen. Als er in die Wand gefahren ist. So, Edmund auf seiner neuen Runde.
Ist da von der Strecke gekommen? Das waren keine Trade Credits. Moin, Codemasters. Ah, ungültig. Ja. Kelvin auch ungültig. Palla jetzt auf seiner schnellen Runde. Die ersten 10 haben alle verwendete Reifen genommen. Der Rest wird für Q2 und 3 aufgespart. Hampton setzt die nächste Runde hinterher. Ein guter erster Sektor von Edmund. Broncos mit der neuen schnellsten Runde. 1:36,5. Sehr starke Runde. Sieht auch aktuell nicht danach aus, dass Palla sich verbessert. Ja, hat er in Q1 auch nicht nötig. Denke ich mal. Und in Welt, natürlich die Runde. Edmund jetzt auf der Hangar Straight. Aber auch invalid. Ja. Wen haben wir denn noch schnelles? Radek. Ungültig, auch. Radek. Rocky auf einer schnellen Runde. Und Chris auch. Chris mit dem neuen schnellsten Sektor. Ersten Sektor. Ja, Rocky auch ein Zehntel schneller. Könnte sich vielleicht auf die 4 vorschieben. Lulu auch immer noch mit einer nicht so repräsentanten Zeit für ihn. 39,2, da geht mehr. Rocky auf die 2. Was hat er da denn noch im letzten Sektor rausgeholt? Rocky mit einer sehr guten Runde. 1:36,7. Chris auch mit einem sehr guten zweiten Sektor. Oh, Radek, dass das nicht auf Track war. Wer ist denn noch auf einer schnellen Runde? Radek fährt jetzt über Startziel und kann sich nur auf den 14. verbessern. Zeitgleich mit Zani. Oh. Lulu, 1,6 Sekunden schneller. Ja. Das kann auf jeden Fall was werden. Das sieht nach einer 1,37 aus. Und das ist es auch, eine 1,37,3 und damit P5. Starke und das dürfte Zeit für Q1 reichen.
denke mal, alle bis Paskalus sind auf jeden Fall safe. Raka ist noch keine Zeit gesetzt. Er ist aber gerade, ja, glaube ich, auf seiner Hotlap. AK mit auch einer 1,37,4 und damit P7. Chris auf P2. Was, Chris auf P2? Was ist da passiert? Wo hat er sich da schon wieder durchgeschummelt? So, Palla fährt jetzt auf seine schnelle Runde. Mick auch gerade auf seiner schnellen Runde. 50 Millisekunden gewonnen im ersten Sektor. Sieht schnell aus, was er gerade macht. Knapp 3 Minuten haben die Fahrer noch. Ja. Palla hat sich im ersten Sektor nicht verbessert. Mick kommt jetzt über Start und Ziel. Es sieht nach keiner Verbesserung aus. Doch, es ist eine Verbesserung. 37,0. Damit P4. Das reicht auf jeden Fall für Q2. Chris geht zurück in die Box. Und Palas Runde ist invalid. Er geht auf noch eine neue. Diese Cams. Codemasters. Mhm. Bardo fällt jetzt auf seine schnelle Runde. Alle ungültig hier. Chris hat schon aufgegeben. Er ist sich sehr sicher, dass er es geschafft. Und Playhack ist jetzt nachgejumpt. Ja. Ob er das noch schafft? Na, wir haben wahrscheinlich ein bisschen, wahrscheinlich eine Minute Zeit verzögert. Aber er wird trotzdem keinen mehr schaffen. Startet daher von P19. Palla mit keiner Verbesserung. Ihm fehlen 300stel, aber vielleicht kann er dies im dritten Sektor wieder rausholen. Foster geht auf die 10. Das dürfte für Q2 reichen. Palla geht in die Box. Paskalus mit einer 37,4 und damit um 2/10 verbessert. Mal schauen, ob dies reicht. Rick fährt jetzt auf seine schnelle Runde. Radik. Radik Hotlap. Oh, Hiko. Was? Eieiei. Wenn ihn das nicht mal ein bisschen verwirrt hat. Ah, Hiko. Ja gut, das war die KI. Er hat davor schon aufgegeben. Damit Radik raus aus Q1. Hm.
ist noch einer auf einer Hotlap. Das war es mit der Vorhersage. Pascalus. Braucht keiner. Ja, das war's. Also damit sind Zani, Radik, John und Playhawk ausgeschieden. Ja, schade für Playhawk, dass er erst nachschauen konnte. Und Kibo natürlich auch. Ja, Kibo ist nachgejoint. John war dick und hat sich zerhauen. Was denkst du, wer die Pole Position holt? Was sind deine Favoriten? Pole Position. Wenn es bei den Bedingungen bleibt. Ich sehe Chris schon auf der Pole. Ja, Broncos war eine sehr gute Zeit. Also Broncos und Palla darf man nicht unterschätzen. Say no to the Regen. Ja, zum Glück gibt's im Rennen keinen Regen. Ja. Broncos auf P1, Chris auf P2 und Rocky auf P3 in Q1. Ich mache einfach mal von Q1 aus Screenshots zur Sicherheit. Ja. Und wir kriegen eine zweite Vorhersage. Oh. Wird Kibo Comeback in Kibo die Top 7 im Rennen schaffen? Wird auf jeden Fall sehr schwer. Von 19? Ja, von P19 auf P7. Aber nicht unmöglich. Ich glaube, P7 ist schon schwierig. Ich glaube, das wird nichts. Die ersten fahren schon mal raus. Heiko ist der Erste. Heiko, Frechheit. Nico ist der Erste. Robste Radik ist in Q1 ausgeschieden. Er wurde von Nico blockiert auf der letzten Runde. Wer glaubst du denn, wird auf keinen Fall in Q3 kommen jetzt? Ich denke, KK wird es schwer haben. Roster, also alle, die jetzt nicht Top 10 waren, würde ich sagen.
wilde These hier. Sky kommt nicht in Q3. Hm. Die Zeit in Q1 war nicht schlecht von ihm. Nico fährt auf jeden Fall jetzt auf seinen Hot Lap. Und Sky geht off track in der ersten Kurve. Und was macht der McLaren da? Der ist ganz nah an dem Williams auf seiner Hot Lap. Broncos muss hier auch eigentlich Platz machen. Er ist auch auf dem Hot Lap. Achso, bei mir blinkt das rote Licht. Achso, ja, ist ja Regen. Ist Regen. Ja, ich hatte jetzt. Aber ist eh invalid. AK versucht vielleicht den Windschatten mitzunehmen. Aber die Dirty Air macht es im Regen doppelt schwer. AK ist auf jeden Fall invalid. Und Hiko geht jetzt mit der ersten Zeit in Q2 über die Linie. Ja, Hiko mit einer 1,37,6. Das könnte reichen für Q2. Archimedes mit einer 1,37,2. Broncos mit einer 1,36,9. Ja, das sind alles Ulu keine mit einer 1,37,5. Grocki mit einer 1,37,4 und damit P3. Wer kommt als nächstes über Start und Ziel? Roger mit einer 1,37,9 und damit im Moment letzter. Pala mit einer 1,37,2. Chris fährt eine 1,37,1 und damit P2. Und damit Broncos, Chris und Pala auf den ersten drei Plätzen. Das ist sehr eng zwischen 2 und 4. So, Calvin geht als nächstes über die Linie. Ja, er geht in die Box. Edmund. Edmund kommt als nächstes über Start und Ziel. 1,40. Mit einer 1,37,3. P5. Roster jetzt in der Schikane. Auf einer langsamen Runde. Oh, Pala hat sich verbessert, aber es hat nicht gereicht für 2. Aber Chris verbessert sich. Deutlich. Ja, Chris jetzt mit einer 1,36,9. Carlos fährt auf eine schnelle Runde. Er muss jetzt abliefern. Sonst ist er erstmal letzter. Bardo direkt hinter ihm. Beide mit noch keiner Zeit.
Da steht ein Ferrari. Er hat wahrscheinlich Platz gemacht. Okay. Kelvin setzt sich auf die 10. Bonkos mit der neuen schnellsten Runde 1:36.3. Also ich glaube, das wird schwierig zu schlagen. Ja. 600stel vor Christ. So, Pascalus wird wahrscheinlich eine 1:37. Und zwar 37,7. P10 wird sehr schwer. Oh, und jetzt P11. Auf 2. 1,36,6. Vielleicht wird die Strecke auch schneller. Ja. Man sieht auf jeden Fall, dass auf der Ideallinie weniger Wasser gibt. Edmund jetzt auf seiner schnellen Runde. Schnellster zweiter Sektor. Das sieht sehr gut aus. Ach. Und ungültig. Oh, sehr ärgerlich. Vielleicht hängt er noch einen hinten dran. Er hat noch ERS. Und das tut er. Okay, ist 2 Zehntel schneller und setzt sich. Ah, er hat nur ein Zehntel verloren. Bleibt auf der 9. So, Mick fährt jetzt über Start und Ziel. Mit einer 1:36.8 und damit P3. Und schiebt damit Chris vom P3. Chris aber jetzt auch auf einer schnellen Runde. Auch eine 1:36er Zeit. 1:36.9 und damit nur 20 Millisekunden Verbesserung. Da hat er Sektor 3 ein bisschen verkackt. Oh. Und dreht sich fast in die Wand. Oh. Konnte sich noch retten. So, nächster ist Kelvin. Der ist ungültig. Mensch. Edmund wird der nächste sein. Der geht auch in die Box. Oh, und der geht in die Box. Ja, auf einer schnellen Runde. Sieht nicht schlecht aus. Wie bekommt er den Exit? Wird eine 1:36er, 37er Zeit, 37,2. P7 wird schwer. Dass er da ohne eine weitere Zeit durchkommt. Archimedes hat sich auf jeden Fall verbessert. Mit einer 1:36,9. Damit P5. Froster geht jetzt auf seine Schnelle. Oh, Archimedes nochmal 300stel verbessert im ersten Sektor. Das sieht sehr gut aus. Rocky sagt, die Strecke ist im Moment sehr, sehr schwierig zu fahren. Es ist sehr, sehr komisch zu fahren. Ist im Moment noch P10. Oh,
Archimedes mit einem Fehler im zweiten Sektor. Und damit bricht er die Runde ab. Und Pala ist knapp 2 Zehntel schneller. Ja, ein bisschen Respin. Reicht nur für die 6. Reicht für die 6. Aber ich denke, das reicht für Q3. Weil da müsste er noch 5 Hundertstel verlieren, um raus zu sein. Lulu auf jeden Fall jetzt auf einer schnellen Runde, verbessert sich aber nur um 2/20.000stel im ersten Sektor. Hier ist auf einer schnellen Runde. Bei Froster reicht es nur für die 13. Sieht nicht gut aus. Hier ist wahrscheinlich mit einer 1,36er Zeit. 1,36,6 und damit P2. Das reicht auf jeden Fall für Q3. Sehr stark. Aber da fehlt noch ein bisschen zur Pole. Mick nochmal verbessert. Mit 2/10, 2 Hundertstel. Archimedes auch nochmal auf einer Hotlap. Ja, aber nur knapp schneller. Ja. Könnte aber trotzdem erstmal an Mick vorbei. Und Rogue hat aufgegeben. Ja. Ist da gecrashed? Ja. Ja, ist in die Wand. Der Hänger straight. Nach der Schikane hat einen sehr schlechten Exit bekommen. Oh, und direkt der nächste. KK. Nach der Haarnadelkurve. Und Pascano schiebt sich auf die 10. Mick mit einer 1,36,4 und damit P2. Sehr nah an Broncos dran. Wer wird als nächstes kommen? Pala verbessert sich erstmal nicht, aber das kann er ja noch ändern. Elftausendstel langsamer als seine beste Runde. Mal gucken, wie sein dritter Sektor wird. Und damit Lulu, Roger, Froster und KK auf jeden Fall schon mal raus. Rocky muss jetzt eine gute Runde abliefern und das tut er. Das sieht sehr gut aus. 400stel. Ja. Und damit ist Pascalus draußen. Rocky auf P3, sehr gute Runde. Jetzt Q3. Kaka, Froster, Roju, Lulu und Pascalus. Pascalus damit. Ach nee, ist ja Regen, deswegen haben alle freie Reifenwahl im Rennen. Deswegen hat Pascalus auf dem 11.
Leider keinen Vorteil. Alles innerhalb einer Sekunde in der Top 10. Also es könnte ein spannendes Q3 werden. Ja, Roger, die haben aber nur 2 Hundertstel gefehlt, ne? Für P10. Ja, Roger, dann kannst du beim Rennen eine gute Aufholjagd leisten, ne? Das soll ja trocken bleiben. Mehr Enthusiasmus, uff. Ich fühle mich gefrontet. Och. Also positiv überrascht bin ich auf jeden Fall von Sky, dass der es in Q3 geschafft hat. Auch mit keiner schlechten Runde. Hiko, ja, da streitet sich der Chat noch drüber, ob der es wirklich verdient hat, in Q3 zu kommen. Oh, es hat bei denen noch nicht mal angefangen. Das heißt, wir können mit 2 Minuten Verzögerung rechnen. Oh, sehr ärgerlich. Lulu wahrscheinlich nicht da. Och. Hallo, bitte nicht die Lobby kaputt machen. Lulu, bitte an Kasse 3. Och, Lulu. Ja, die Teams warten wohl noch, dass der Regen aufhört. Aktuell fährt niemand raus. Vielleicht setzt auch gar niemand mehr Zeit. Vielleicht ist ja auch gerade nur kacken und kommt gleich wieder. Hoffentlich. Ach, meinst du, der hat den Leclerc gemacht? In Monza. Nee, Roger, die läuft nur bei uns. Bei euch läuft sie nicht. Wir sind dann halt sehr zeitverzögert. Wenn bei uns dann 8 Minuten steht, steht bei euch 12. Ja, Playhawk, das haben wir nicht zu entscheiden, was jetzt passiert. Red Flag, der Regen ist zu stark, sorry. Und wie ist euer Eindruck bisher von dem Update? Wie fährt es sich jetzt? Zumindest auf Silverstone.
Cops scheint ja ganz gut zu gehen. Oh, das heißt, es beginnt jetzt. Lulu ist reingetappt. Oder hat das Spiel verlassen. Hey Hawk, bei welcher Zeit seid ihr jetzt? Die Zeit ging. Seid ihr jetzt auch bei 7 Minuten? Als ob. Oh, wow, wow. Dann werdet ihr maximal 2 Zeiten schaffen. Ja, bei den Fahrern nicht, okay. Okay, bei Christens noch 11 Minuten. Ja, nur bei den Ausgeschiedenen wahrscheinlich. Ah, ja, stimmt. Bei den Ausgeschiedenen, ja. Lulu, du musst in-game sein, wenn da der Ladescreen kommt. Also reintappen. Ja, Playhawk, ich glaube, bei denen, die fahren, sind es 12 Minuten. Ja, genau. Für den Viewer. Ja. Dann passt. Ja, dann müssen wir 5 Minuten dazu rechnen. Ich bin ja gespannt, wie das Spiel das jetzt handelt. Bei den Williams, die ersten beiden. Wenn die Zeit abläuft. Ja, wenn die Zeit abläuft, dann kommt bei uns der Countdown, aber die können dann immer noch über Start und Ziel fahren und dann weiterfahren. Bei uns steht da auch nicht, dass sie das beendet haben. Ah, top. Aber eigentlich ist nie mehr als 3 Minuten Verzögerung und danach bricht es eigentlich bei uns ab, also weiß ich nicht, wie das dann läuft. Müssen wir gucken. Sind alle jetzt auf der Outlap, außer Hiko. Vielleicht hat der schon aufgegeben nach dem Ladestream. Na, Hiko wartet auch vielleicht, bis weniger auf der Strecke los ist, aber man weiß es nicht. Die beiden Williams auf jeden Fall jetzt die ersten beiden. Edmund vor Broncos. Andersrum. Broncos vor Edmund. Edmund der Erste. Broncos der Erste. Edmund der Zweite. Und Archimedes der Dritte. Und ich weiß, Archimedes der Dritte ist der Adel, ja. Fährt immerhin in Liga 1, da ist man schon was Höheres. Ja. Chris und Palla am Regen hinter sich zu lassen? Nee, das war ja Broncos. Mal sehen, was er jetzt für eine Zeit raushaut, der Archimedes. Also ich setze ja immer noch auf eine Chris Paul, auch wenn Broncos bisher die 2 Qualifyings dominiert hat. Jetzt 35,9 ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Erst bisher die schnellste Zeit. Ja. In allen Qualifyings. Und das als erster mit einer frischen Strecke. Das ist eine Messlatte. Panna aber auch mit seiner Bestzeit bisher. 36,3. Ja. Jetzt kommt Chris. Bei Chris sieht es nach 1,36,9 aus und damit nur P5. Bardo invalid. Der fährt jetzt vielleicht jetzt erst die Runde. Und Hiko fährt jetzt raus. Jetzt wo alle wahrscheinlich auf ihrer Inlap sind oder Cooldown.
Ja, das kann eine Strategie sein. Und da stand das schöne Aston Martin Safety Car. Na, Roger. Na, 1,35 ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja. Außer Chris hängt, glaube ich, keiner eine andere Hotlap hinterher. Doch, Palla. Also die beiden Ferraris. Okay, Palla fällt in die Box. Es fährt weiter. Hat noch eine Cooldown-Lap gemacht. Es fährt wahrscheinlich noch mal eine Runde. Ist ein Zehntel langsamer bisher. Aber vielleicht wird das ja noch was. Sieht aber nicht danach aus. Und das ist es auch nicht. Eine 1,37,1 und damit ein Zehntel langsamer. Das ganze Quali war Regen hier. Ganzes Quali bisher mit den Intermediates. Das heißt, keine Reifenstrategien leider im Qualifier. Ja. Broncos verbessert sich nochmal. Um 50 Millisekunden. Beide Williams jetzt sehr schnell unterwegs. Knapp 2 Zehntel schneller nochmal. Wenn wir das durch den dritten Sektor noch durchbekommen. Edmund viel langsamer als vorher. Das wird wahrscheinlich nichts. Broncos jetzt noch einen guten Exit gleich. Und dann wird das was. Kleiner Lockup. Das sah nicht so gut aus. Oh, doch. 1,35,7. Aber er hat noch mal Zeit voneinander. Ja. Auch bei uns ist jetzt das Quali vorbei. Ich weiß nicht, was in den 3 Minuten jetzt passiert, nach den 3 Minuten. Ich hoffe, wir bekommen das ganze Curry noch zu Gesicht. Hier ist auf jeden Fall jetzt auf einer Hotlap. Mit alten Reifen. Und Hiko auf die 5. Vor Chris. Ja. Chris hat sich jetzt aber nochmal um 1/10 verbessert. Broncos wahrscheinlich jetzt auf seiner Inlap. Und ungültig von Chris. Ah. Sehr ärgerlich. Ich denke, er wird jetzt in die Box fahren. Weil er ja alte Reifen hat. Okay, Chris fährt mit seinen Reifen noch eine Runde. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, mit vier Runden alten Reifen nochmal eine Hotlap zu fahren, aber wir werden das sehen. Archimedes ist bisher 1/10 schneller im ersten Sektor. Palla bei dir auch in der Box? Palla, kannst du rausfahren oder bist du draußen? Weil ich kann dir irgendwie nicht zugucken, weil du schon im Ziel bei uns bist. Pala steht in der Box, scheinbar.
Ja. Ist 300stel besser. 13stel besser. Mal gucken, was Mick fährt. Ah. Mick auch 13stel besser. Der Timer als seine vorherige Runde. Der Timer bleibt einfach stehen bei einer Sekunde. Ja. Sehr gut gelöst, den Bug auf jeden Fall. Grüße gehen an Codemasters. So, Rocky. Auf die 4. P4. Keine schlechte Runde. Ihr habt jetzt wahrscheinlich noch 2 Minuten, ne? Müsste sein. Und Chris setzt sich auf die 3. 1:36.3. Bardo auf die 4. Er setzt vielleicht noch eine Runde hinterher. Mit 5 Runden alten Reifen. Ja, indirekt war es ja schon ein Bug. Weil das Spiel, also ich denke, Palla ist draußen, aber wir können ihm nicht zugucken. Das Spiel hat ja trotzdem die Zeit für uns weitergezählt. Und für die anderen nicht. Oh, Chris mit einem Fehler. Er wird wahrscheinlich keine Zeit mehr setzen. Mick auf jeden Fall mit noch einer Zeit. Die invalid ist. Broncos jetzt auf einer Outlap. Wahrscheinlich haben wir jetzt noch eine Minute Playhawk. Mehr werden wir wahrscheinlich nicht haben. Archimedes setzt Edmund. Sich auf die 5. Edmund mit einer... Okay, das Rennen ist wahrscheinlich vorbei. Also das Quali. Edmund ist eine 1:35 gefahren. Die wurde aber hier nicht gezählt. War sie invalid? Ja. Ist noch einer auf einer Hotlap? Okay. Nein, und damit haben wir die Top 3. Broncos, Palla und Chris. Rocky damit P10. Und Sky dürfte mit P8 auch zufrieden sein. Das Ferrari-Team kann jetzt überlegen, wie sie Broncos in Schach halten da vorne. Ja. Dafür müssen wir gucken, wie gut Broncos im Trockenen ist. Ich glaube, trocken hat er mehr trainiert als nass. Haben wahrscheinlich ja, die meisten. Ja, aber Chris und Palla sind wahrscheinlich viel besser im Trocken als im Nassen. Machst du Screenshots? Jo, hab schon. Ja, trockenes Rennen, aber sieht trotzdem bewölkt aus. Also nicht optimale Streckenbedingungen.
Mal sehen, wie die Reifenstrategien gleich aussehen. Ja, wer Moment, welche wird noch auf fährt. Einige Spieler gewartet. Und es beginnt in 30 Sekunden. So, jetzt Einführungsrunde. Broncos so, fährt wie los. Sehen die Reifen aus? Chris mit den Mediums. Ja. Also alles sehr gemischt hier. Nico, Rocky, Pascalos auf den Mediums. Keiner mit den Hards. Keiner mit den Hards. Wahrscheinlich kann man mit frischen Softs und frischen Mediums eine Soft-Medium-Strategie fahren. Und Bejo F1, danke für den Follow. Ja, Chris wird jetzt wahrscheinlich versuchen, für Parla ein bisschen so Space Tibo. Zu ja. Gewinnen. Ich kam nicht auch so. Chris wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht versuchen anzugreifen, sondern das wird Parla übernehmen und Chris dann gegen Ende mit dem besseren Reifen anzugreifen. Ja, Kibo jetzt hat es schwer, 12 Positionen gut zu machen. Ja, vor allem mit den Leuten da vorne, die da so rumfahren. Parla ist auf jeden Fall innen in der Kurve. Das könnte ihm einen Vorteil geben. Hoffentlich gibt es dort keinen Crash. Hoffentlich benimmt sich jeder in Turn 1. Und dann auch in Turn 3. Los. Und die Lichter sind aus, aber es geht noch nicht los. Die Lichter sind aus. Jetzt geht's los. Es geht los. Broncos mit einem guten Start setzt sich vor Parla. Und Chris sieht kann auf den sehr gut aus. Keiner mit einem Crash. Jetzt Turn 3. Sieht bisher sehr alles sauber sehr gesittet aus. Liebe auf jeden Fall schon mal auf P17. Broncos kann sich da schon mal entfernen ein wenig von Parla. Oh, und Archimedes spinnt sich. Ich weiß nicht, ob das ein Schubser war oder ob er sich einfach gespinnt hat. Und Sky LP hat sich auch gedreht. Ja. Selbe Kurve. Auch die Haarnadelkurve. Ja, Kibo schon P14 damit. Sehr gute erste Runde. Vorne gibt es auf jeden Fall schon mal einen vernünftigen Abstand. Hiko gegen Edmund. Und Hiko.
Ja, lassen sich da genug Platz? Jetzt da zu zweit rein? Ja. Batman steckt zurück. Oh, und da kommt Calvin noch. Vielleicht versucht er jetzt über Windschatten. An Rocky. Sehr spannendes Duell da um den sechsten Platz. Und Calvin berührt Rocky, wenn das kein Damage gab. Radek schon auf 9 vor. Ja. Radek auch einen sehr, sehr guten Start. KK auch. Von P15, glaube ich. Ja, Gibo hat schon 5. Ist jetzt auch schon auf P12. Mit 7 Plätzen, gut gemacht schon. Archimedes hat 14 Plätze verloren. Oh, und Calvin und Radek. Eieiei, was war das denn? Da wollten sie zu zweit in Nuggets rein. Und es gibt VSC. KK konnte überleben. VSC. Vielleicht könnte man jetzt schon in die Box. Hat ein frühes Ende für Radek. Ja, sehr ärgerlich, nachdem er so einen guten Start hatte. Sky RP hat eine Drive. Oh Gott, was macht ihr hier? Leute. Ja, mit einer Durchfahrtsstrafe. Sehr, sehr ärgerlich. Das Rennen ist für ihn. Läuft für ihn gar nicht gut. Broncos konnte auf jeden Fall vorne bleiben. Ich habe mir jetzt den Crash nochmal angeguckt und es sah danach aus, als ob sie es einfach nicht zusammen durch die Schikane geschafft haben. Ja, da zu zweit rein ist. Es geht, aber es ist sehr gefährlich. Ja. Hat man ja gesehen. Also da muss man sein Mitfahrer schon wirklich in- und auswendig kennen. Ja. Ivo. An Roger dran. Gibo jetzt schon auf P10. Oh, aber verbremst sich da ein bisschen. Jetzt kann Lolo vielleicht Turn 1 rennen. Nee, er steckt lieber zurück. Und da mal die erste 3 Sekunden Strafe für Cornerkarte. AK mit der neuen schnellsten Runde. Lulu geht an Kibo vorbei. Lulu vorbei. Jetzt, wer hat das DSS? Ja. Kibo hat das DRS. Und wird damit auch die Kurve für sich holen wahrscheinlich. Ah ne, beide haben DRS. Aber Lulu bleibt vorne. Jetzt vielleicht der Konter von Kibo außenrum. Die kleine Berührung. Nee, Lulu kann erstmal die Position für sich gewinnen. P3 bis P5 auf jeden Fall jetzt sehr eng beieinander. Pascalus hat scheinbar einen Disconnect. Ja. Chris ist hier aber im Nachteil mit den gelben Reifen. Wohin gegenüber Bardo und Mick rote Reifen haben. Aber er hält die gut auf für Parler. Rocky und Edmund. Haller mit der neuen schnellsten Runde. Er versucht auf jeden Fall an Broncos dran zu bleiben. Ja, Rocky mit der, Rocky mit der neuen schnellsten Runde. Auf Medium. Mit gelben Reifen.
Parler ist nah dran an Broncos. Oh, und die Intervalle sind weg. Währenddessen ist Rocky an Atman vorbei. Ja. Playhawk ist auf jeden Fall geboxt auf die weißen Reifen. Und John mit 3 Sekunden. Ja. Oh. Oh, Bardo an Chris übers Gras vorbei. Und das wäre auf Track wieder vorbei. So ist Mick. Und jetzt vorbei. Verliert er den Platz auch gegen Mick. Bardo jetzt nur noch P5. Lulu mit der neuen schnellsten Runde. Ja, holt auch auf Atman. Zieht sich auf jeden Fall an Atman dran. Team Red Bull auf dem Vormarsch. Ja. Kibo kommt leider nicht an Roger vorbei. Zieht sich aber auf jeden Fall gut ran. Calvin geht an Froster vorbei, nach einem schlechten Exit aus Cops. Ja. Und Mick an Chris. Mick an Chris vorbei. An der Hangar Straight. Palla immer noch sehr eng an Broncos vorbei. Dran. Chris hat Parler eine gute Gap gebaut. Von 4 Sekunden. Und wir haben Gelb. Da hat sich Pascalus gedreht. Sektor 3, ja. Und Chris steckt lieber zurück. Ich denke, Chris hat auf der Hangar Straight nicht viel Chancen, weil er in der Schikane sehr viel Zeit verliert. Das könnte sich aber in ein paar Runden ändern, wenn die roten Reifen nicht mehr so gut sind. Palla auf jeden Fall sehr, sehr nah dran. Er könnte es jetzt versuchen. Er hat DRS ja, und wird auch wahrscheinlich vorbeikommen. War er sehr geduldig und hat es sehr gut gemacht. Parler übernimmt die Führung. Ja. Und in der Zwischenzeit ist Lulu an Atman vorbei. Parler direkt mit der neuen schnellsten Runde. KK mit 3 Sekunden. AK ist jetzt aber Boxen. Das kann auf jeden Fall an Mick dranbleiben mit seinen gelben Reifen. Ja, die verlieren jetzt natürlich langsam an Leben. Ibo auf jeden Fall wieder P10.
Kann Broncos jetzt kontern? Er ist vorbei. Wechseln sie sich jetzt jede Runde ab? Ist die Frage. Oder verliert einer von ihnen den Anschluss? Es bleibt sehr nah an Mick dran. Und Bardo kann vielleicht der glückliche Dritte sein. Und Rogue hat hier fast in Cops rein versucht an Kibu. Er hat lieber zurückgezogen. Helem geht an. Helem. Sorry. Rocky geht an Hiko vorbei. Ja. Sorry, Rocky. Mick geht an die Box. Ist der erste von den vorderen Plätzen. Edmund auch. Da verliert man natürlich sehr Vielleicht viel Zeit hier. Seinen Undercut. In Silverstone mit der Box. Längst mit einer der längsten Boxenstops. Ja. Und Sektor 1 gelb. Das ist Rogue. Ja. Rogue dreht sich da. Sehr ärgerlich. Ah, dreht sich fast wieder. Hat jetzt natürlich heiße Reifen. Alain und Broncos gewinnen mehr Zeit auf ihre Hintermänner. Bardo kann es jetzt gegen Chris versuchen. Chris kein DRS. Aber das ist zu weit. Bardo hat aber leider kein ERS. Ja, Bardo hat auch schon nur noch 10%. Ja. Das ist Ludo ERS-Management. Auch hier dasselbe bei Hiko. Nur noch 10%. Oh, Palla und Broncos in der Box. Und Broncos 5 Sekunden Speeding in Pit Lane. Oh, Broncos. Wenn er sich da nicht den Sieg verspielt hat. Oh, sehr, sehr ärgerlich. Das kann siegentscheidend sein. Auf jeden Fall ist er jetzt mehr als eine Sekunde vor Palla und hat damit Zeit gewonnen. Wenn er es schafft, aus dem DRS-Fenster draußen zu bleiben, dann sieht das hier sehr gut für ihn aus. Broncos ist jetzt in Traffic. Den sollte er irgendwie schnell überholen können. Hat dabei eben DRS gehabt und somit noch mehr Zeit auf Palla gewonnen. Snooker aufgeschmackt. Nee. Ist auf jeden Fall jetzt auf seinen Führungsrunden. Bardo geht immer noch nicht in die Box. Aber wir könnten gleich verschlafen sein.
Racing Finn, vielen Dank für den Follow. Er hat auf jeden Fall verlassen. Und Meltem SM, danke. Och, Codemasters, hallo. Was macht ihr mit der Tabelle? Ja, aber... Hallo. Radik, so wie ich das sehe, warst du da auch weniger schuld als KK. Aber ich habe das jetzt auch nicht so aus einem guten Blickwinkel gesehen. Archimedes, eine 5-Sekunden-Strafe. Chris und Bardu an der Box. Chris versucht jetzt 14 Runden auf roten Reifen, ob das nicht zu viel ist. Das könnte sehr schmerzhaft werden am Ende. Broncos 2,5 Sekunden vor Pala. Er kann die 5 Sekunden wirklich noch rausholen. Neue schnellste Runde. Er darf auf jeden Fall keine Cut-Strafe mehr bekommen, sonst wird es extrem schwierig. Chris versucht jetzt wahrscheinlich mit den roten Reifen Zeit so gut zu machen. Ist die Tabelle bei dir auch gerade broken? Was ist broken? Die Tabelle? Da musst du einmal Dings führender und wieder Intervall, dann geht's glaube ich wieder. Also ging bei mir zumindest. Ach so, jetzt gucke ich gerade deinen Stream. Nee, bei mir ist das nicht so broken. Du meinst, dass die Tabelle so komplett verschoben wird? Ja. Ja, jetzt hast du aber wieder die normale. Okay. Glaube ich. Kibo P3, ja, stimmt bei dir. Kibo geht jetzt in die Box. Ja, Radik. Das muss man nach dem Rennen gucken. Ganz. Oh Gott. Was war das? Hilfe. Hat sich irgendjemand auf die Start-Ziellinie geportet? Das holt auf jeden Fall gut auf. Auf Pala. Also die Boxen, das ist komplett broken. Okay, bei mir nicht. Bei mir gar nichts. Vielleicht solltest du mal ein Spiel neu starten oder so. Also bei mir ist alles normal. Radik, ja, das ist ein bekannter Bug. Aber das sollte gleich aufhören, glaube ich. Und Rocky geht an die Box. Ja. Oh, Sky 5 Sekunden bekommen. Rasen in der Box. Ist mit der neuen schnellsten Runde. Das wird mir auch gar nicht mehr angezeigt. Lulu DNF. Das fährt bei mir in die Box. Oh. Aber bei mir ist er den F. Jetzt ist er auf der 1.
Was passiert hier? Hallo, Codemasters. Jo, start mal das Spiel vielleicht neu, oder? Ich starte mal schnell neu. Also bei mir verschiebt sich nicht die Tabelle die ganze Zeit. Lulu, beim Flopsoft backt das auch rum, bei mir eigentlich nicht. Aber ich kann ja mal sagen, Pala verliert immer mehr Zeit auf Broncos. Im Moment sind es 2,7 Sekunden. Rico jetzt in der Box, damit ist Broncos wieder P1 und Pala wieder P2. Sektor 3, gelb. Ja, eben, die Tabelle war komplett broken. Ich habe nichts mehr vernünftig angezählt bekommen. Ne, Kibu ist bei mir P11. Lulu, vielleicht solltest du auch mal ein Spiel neu starten. Vielleicht hilft es. Kibu hat gewonnen. Aber wenn ich bei mir gucke, auch von den Abständen, stimmt das schon. Da, wo die fahren. Lulu, okay. Wieso hast du aufgegeben? Ach, du hast aufgegeben, weil die Tabelle so stark rumgebackt hat, oder was? Okay, dann müssen wir gucken, ob andere Fahrer auch das Problem haben. Aber solange kein Safety Car random rausfällt oder sowas, ist das ja eigentlich kein großer Nachteil. Pala gewinnt auf jeden Fall wieder Zeit auf Broncos. Und Chris gewinnt auch kontinuierlich Zeit. Rocky mit der neuen schnellsten Runde. Ist auf jeden Fall an Mick dran. Okay, Playhawk, dann müssen wir gucken. So, jetzt, ja, ist wieder alles normal. Bei manchen Fahrern aber anscheinend nicht. Aber vielleicht beruhigt sich das auch noch ein paar Runden wieder. Zumindest habe ich damit die Erfahrung gemacht. Entweder beruhigt es sich wieder oder random Safety Car fällt raus. Rocky an Bardo ran. Kann er sich hier mit P4 sichern? Mick und Hiko auch dahinter mit wenig Abstand. Rocky versucht es. Das reicht für Rocky. Und ist vorbei. John und Calvin, beide blinken. Oh. Was kann das jetzt erst an der Box? Ja. Was kann das, ja. Och, das war's wieder mit der Tabelle. Tschüss. Echt? Oh Gott. Irgendwas ist da an der Boxengasse kaputt. Immer wenn jemand an die Box fährt. Okay. Bei mir ist wieder alles, immer noch alles normal. Also ich kann ja mal sagen, Pala 2,6 Sekunden entfernt von Broncos. In Sektor 1 ist auf jeden Fall bei mir auch gelb, obwohl er eigentlich nur in der Box ist. Das ist bei mir der einzige Bug. John war kurz in Calvin.
Pascalus, 5 Sekunden auf jeden Fall. Oh oh. Ich glaube, es werden random Strafen verteilt. Das sieht gar nicht gut aus. Ist 2 Sekunden entfernt von Pala und Pala 2,5 von Broncos. Also die Geschwindigkeit von Broncos und Pala ist nahezu identisch. Chris holt aber immer mehr auf. Ja. Hiko und Mick ineinander drinne. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist. John kommt immer noch nicht an Kelvin vorbei. Updates sind immer clean. Bei Coastmeisters. Kelvin hat jetzt wieder ein bisschen mehr ES gespart zum Verteidigen. Sky fährt ja, und eigentlich steht ja in den Regeln drin, dass man überrundete, das überrundete Platz machen müssen, egal ob sie invisible sind oder nicht. Playhawk hat aufgegeben. Das aber ich glaube in der Boxenkasse. Ja, in der Boxenkasse. 5 Sekunden. Ja, SRT Games schreibt auch, Sky muss Platz machen, ja. Das gibt für ihn aber viele Strafen, weil er hat bisher noch nie Platz gemacht. Jetzt hat Rogue 5 Sekunden bekommen. Ja, was passiert hier? Ah, John verliert wieder auf Kelvin. Wir sind gleich im DRS-Fenster von Pala. Pascalus mit der neuen schnellsten Runde. P14. Ja, Playhawk, das ist ärgerlich. Weiß nicht, ob das Rennen wiederholt wird oder sowas. Kann ich dir nicht sagen, das ist nicht unsere Entscheidung. Aber ich weiß auch nicht, ob die hier alle Random-Strafen bekommen oder... Weil die bekommen hier alle gleichzeitig im Moment Strafen. Hiko gegen Baro. Hiko, ja. Oh, Bardo. Das war sehr knapp. Charlie liegen immer noch 2 Reifen auf der Station. Und was ist da im letzten Sektor los? Ein dicker Train. Ja. Angeführt von Kibo. Kibo P8, hier fehlt noch ein Platz, ne? Und 12 Sekunden Abstand. Ah. Ich habe keine Ahnung mehr, wer wo wer ist. Ja, Playhawk, da müsste... Oh, jetzt ist vielleicht... Ja, okay. Broncos. Ist halt jetzt schlecht, dass er gerade fährt. Aber er ist der Ligaleiter. Haben wir hier Stewards? Nee, ne? Nico Nürnberg ist raus. Ja. So ist real, okay. Also ich glaube, wir fahren jetzt das Rennen noch zu Ende. Mal gucken, ob es dann wiederholt wird oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Chris jetzt im DRS-Fenster von Pada. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, bei dem die Rangliste nicht rumspinnt. Ne, bei mir geht's jetzt wieder. Okay. Oh nee. Der Bot von Hiko fährt in die Box. Bitte nicht. So, die Games, okay.
Ja, gerade ist okay. Nikachu, danke für den Follow. So, Chris, kommt da jetzt an Pala vorbei? Gronkhorst hat, wenn er keinen Fehler macht, glaube ich, den Sieg sicher. Ah, ne, er hat ja 5 Sekunden. Das heißt, er muss noch 2 Sekunden rausfahren. Ja, und das wird... Das wird sehr, sehr schwer. Ist im Bereich des Unmöglichen. Also aber vielleicht profitiert er vom Fight von Pala oder Chris. Oder die beiden machen es schlau, weil sie ja auch Teamkollegen sind. Jetzt ist die Frage, wer Fahrer Nummer 1 ist im Team Ferrari. Ja. SAD Games okay, aber ich glaube, hier haben auch random Leute Strafen bekommen. Also, die vielleicht doch abgesessen wurden oder nicht. Deswegen. Ja. Aber wahrscheinlich bleibt es so. Ja, dann ist Pala Chris vorbei und gibt seine Siegesserie aus dem Supercup ab. Er hat ja die letzten 4 Rennen in der letzten Saison gewonnen. Ja. Aber Chris müsste jetzt eigentlich von den Reifen die gleiche Leistung haben wie Pala, weil sie jetzt schon 9 Runden alt sind. Aber im Moment sieht es danach aus, als ob Broncos nur P3 wird. Und das nur wegen einem ärgerlichen Boxenstoppfehler. Ja, das wird ihn ärgern. Ja. Du sollst mir die Strafen zeigen, Rooftop. Hat Radik gesagt. Strafen, ja. Ja, an der Hangar Straight kommt Chris auch nicht an Pala vorbei. Ach nee, das ist schon. Aber er saugt sich auf jeden Fall wieder ran. Ja, Archimedes 13 Sekunden. Ist nicht ohne. Aber Lulu Playhawk hat geschrieben, er war schon DNF und dann hat er nochmal Strafen bekommen, also ist schon sehr ungewöhnlich. John mit noch weiteren 3 Sekunden. Und Kimo ist aktuell auf 7. Sieht gut aus für die ja. Leute, die für Kimo gewettet Kimo haben. Kimo 7. Ja, SAD Games, ich glaube, da haben ein paar die Regel nicht verstanden. Das wird viele Strafen geben. Pala gewinnt jetzt sogar Zeit auf Broncos. Ich bin dann mal gespannt auf das Wochenende, ob die Fahrer mit den Zeitstrafen dann daraus lernen. Ja. Boah, letzte Runde. Ja, SAD Games, aber da muss man ja nur kurz im Stream gucken. Da, also oft genug wurde es gezeigt oder war zu sehen, dass sie nicht vorbeigelassen haben. Lulu, das denke ich nicht. Ja,
weiß nicht, der lange Ladescreen wird dem Spiel bestimmt nicht gut getan haben. Also, es tappt ja eigentlich immer einer raus. Und es sind ja nicht immer diese Bugs. Okay, 50% der Fälle schon. Also 50% Rennen. Aber ja, wie Esser dieses Games sagt, es gibt überall Bugs und Codemasters macht bei jedem Update mehr Bugs rein, als es löst. Auch Kelvin. Nee. Ja, ah, also Kibo kann... muss eigentlich. Was Kibo ist da schon wieder passiert? Muss eigentlich nicht fighten. Kelvin und Atman sind zusammengestoßen. Oh, KK. Zwei Kollisionen. An der gleichen Stelle. Oh, das wird schon wieder Stress geben für Kelvin. Ja. Da muss man gucken, wer schuld dran ist. Sieht aber so danach aus, als ob Chris Pala den Sieg lassen würde. Letzte Runde. Pala im Moment dann führend. Ja, und Braunus hat jetzt sich nochmal 3 Sekunden für Corner Cutting geholt. Das könnte ihn noch weiter nach hinten schmeißen. Oh, ja. Oh, oh, 8 Sekunden. Ja, das sieht danach aus. Ah, nee, Rocky hat auch Strafen, deswegen wird er P3 bleiben. Ja, muss er aufpassen. Ja, und damit gewinnt Pala das erste Rennen des Supercups. Ja, Doppelsieg für Ferrari. Nicht schlecht. Vielen Dank, Buddy. Ja, Playhawk, das ist Codemasters. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Wilde Podium-Screens mit Interviews. Oha. Also ich denke, Interviews werden wir machen. Ja, da muss nur dann ein Mod vielleicht Abstimmungen reintun, wer interviewt werden soll. Ja, bei Podium-Screens sehe ich uns auch. Ob wir die ersten 3 interviewen. Ich weiß nicht, wie das normalerweise hier abläuft. Ja, die Top 3. Kibo ist Fahrer des Tages. Auch verdient, ja. Von 19 auf 7. Ja, also Pala, Chris, Broncos. Werden interviewt und wenn es einen Interviewwunsch gibt, für eine spezielle Person kann man das natürlich einlösen. Wunschinterview Hiko. Okay.
Bunny soll auch interviewt werden. Fangen wir an. Ich würde sagen Palla, oder? Ja. Dann Palla, komm mal rein. Achso, wir können moven, okay. Okay, perfekt. Ja, Palla, erzähl mal, wie war das Rennen für dich? Ja, also eigentlich habe ich gefühlt keine Pace erst gehabt, bis dann das virtuelle Swiftiger kam, dann war ich halt im DRS von Broncos, konnte halt dranbleiben und dann war Broncos halt zu schnell in der Box und ja, da war halt irgendwie das ganze Rennen verbuggt auf einmal. Ja. mit den Ich wusste nicht mehr, wo wer ist und ich wusste nicht, wie weit Broncos ist, ob der schneller ist oder nicht. Ja, und dann am Ende haben wir halt ein bisschen noch Spielchen gemacht, ein bisschen ERS versucht zu sparen, dass dann, wenn Chris dran ist, dass wir ein bisschen drücken können, dass wir beide auf jeden Fall safe erst und zweiter sind durch die Strafe von Broncos. Und dann kam halt irgendwann die 8 Sekunden, dann war halt nur noch zu Ende fahren, ne? Mhm. Ja. Und Chris, bei dir? Ja, am Anfang ein bisschen. Das VSC war richtig scheiße. Ich war schon eigentlich 2 Sekunden vom Bardo weg hinter mir, war vorne dran. Ja, VSC hat mir einfach mal innerhalb von ja, ein Tick quasi eine Sekunde geklaut. Damit habe ich vorne den Anschluss verloren und hinten waren alle dran. Ja, das war scheiße. Sonst hätte ich ganz anders fahren können. Und ja, am Ende hat mich Palla halt gesaved auf jeden Fall. Ja, war nice. Und hattet ihr da. War lieber scheiße. Hattet ihr da interne. Ich stand Doppelsieg, ne? Interne Streitigkeiten am Ende? Wer hat den Sieg geholt? Nein, nein. Wir haben einfach zu Ende gefahren. Okay. Und Broncos? Was sagst du zu deinem verschenkten Sieg? Gut, es war halt nicht schnell genug, ne? War halt unlucky. Machst du nix. Hoff, dass für Sonntag besser wird. War ein bisschen blöd mit der Box. Ich glaube, es war halt nicht viel. Es waren, glaube ich, 2 oder 3 km/h oder so. Aber gut, ne, 2-3 km/h sind halt immer noch 2-3 zu viel. Ja, und dann war das Rennen im Endeffekt eh schon gelaufen, weil ich halt da, ja, ich war halt dann, ich dachte am Anfang bin ich ein bisschen weggekommen von Palla, aber dann war ich halt einfach nicht schnell genug, um damit zu fahren. Und dann ja, war es mehr oder weniger die letzten 10 Runden schön die Bugs angucken und zu Ende fahren. Halt, ja. Ah, das ist ja schon mal die richtige Einstellung, denn, dass es Sonntag besser wird. Ohne Strafen. Herzlichen Glückwunsch dir auch nochmal zum dritten. Dankeschön. Also von mir nochmal ein Dankeschön, dass ihr so cool kommentiert habt. Ne? Würde mich auch wünschen, wenn ihr mehr redet. Ich hoffe, bin ich ehrlich. Ja. Ich habe mir schwer getan. Yes. Ich hatte schon ein bisschen Lampenfieber. Ich habe ja, schon das gehört. Mal, das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Ab dem zweiten Mal ist es immer. Das kommt mit der Übung, kommt das alles. Ja. Jo, ich glaube, ihr habt noch ein paar Wunschinterviews, die ihr noch machen müsst. Jo. Ja. Wollt ihr dabei sein? Ja, klar. Genau. Gut. Dann. Ico auf jeden Fall. Ja, und Zani. Ich move Fico. Macht am besten erstmal Hiko. Ja, Hiko. Ja. Wie war das Rennen für dich? Alter, ich bin kochen. Ich habe echt ein gutes Rennen gehabt, glaube ich. Und Rocky hätte ich auch noch gekriegt. Ich hätte mich dann halt gezogen bis zum Schluss und dann
hätte ich genug EAS gehabt, um ihn dann noch zu überholen. Aber mein Internet sagt einfach mal, fuck you, und das war's dann halt, ne? Warum mein Bot dann noch zusätzlich in die Box fährt, keine Ahnung. Ja. Ja, bist ein gutes Rennen gefahren bis dahin. Ja, ich hatte auch ein gutes Gefühl, geiles Setup. Ja, auch Quali war sehr gut. Ja. Also am Wochenende wird das was. Ja, ich hoffe. Und dann halt kein Internet-Problem, dann geht's. Dann ist es in Ordnung. Und keine Lobbybox. Ich glaube, dann ist das Podium drin. Ja, das war sowieso das Schlimmste. Ich dachte dreimal, dass ich mir die Frontflügel abgefahren habe, aber in dem Moment ist immer, ich weiß jetzt gar nicht, welcher McLaren war denn das? F1, SLCDE oder was das da war. Nick. Glaube ich. Ja, kann sein. Den bin ich dreimal reingefahren. Der hatte halt Mediums, ich hatte ganz frische Softs. Und war halt auf der Geraden ultra schnell, aber in den Kurven habe ich ihn halt immer wieder geholt. Er hat auch gedrückt, glaube ich. Naja, was willst du machen? Nervt, aber Wochenende ist Podium drin mit der Speed auf jeden Fall. Ja. Dann wünsche ich dir viel Glück fürs Wochenende. Danke. Sunny? Ja. Wie war für dich das Rennen? Im Endeffekt bin ich da ein bisschen rumgetuckert, ab und zu mal jemanden gesehen und ja. Mehr kann ich nicht sagen. Bugs? Ja, die Bugs, die waren sehr wild. Zwischenzeitlich war ich Erster mit einer Runde Vorsprung, dann Letzter mit einer Runde. Ach, keine Ahnung. Achso, ja, und einen lustigen Bug hatten wir auch. Wegen Kiko seinem Internet war ja dann hinter mir, habe ich ihn halt wieder vorbeigelassen. Und obwohl er keine Strafmatte ist, ist er trotzdem hinter mir, obwohl er vor mir ins Ziel ist. Ja. Ja, okay, dann nochmal Hiko, eine Frage an dich. Ja, yeah, was denn? Bist du optimistisch fürs Liga 2 Rennen? Gewinnst du es? Gewinn nicht, aber ich denke mal, Podium ist drinne. Also, da muss ich nah an Rocky dran sein. Dann kann ich mich wieder ziehen lassen. Denke mal, der wird da vorne mit dabei sein. Dann habe ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Gut. SAD, gut. Nein. wenn mir keiner an die Seite bleibt und ich wieder orange Seitenkästen habe, dann kann ich auch ganz normal fahren. Und wie läuft der Handyhosenumsatz? Top. Conversion Rate 10%. Macht's nach. So. Perfekt. Gibt's noch ein paar Fragen an Sunny? Ja, kannst du ein Salto? Absolut nicht. Ich bin der unsportlichste Mensch, den ihr je gesehen habt. Ich bewege mich nur, wenn ich rausgehen muss. Also zur Schule. Das war's. Okay. Nico, kannst du einen Salto? Natürlich. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Sunny oder Nico gerichtet ist. Wann wirst du wieder Admin und Pala zuspammen? Oha! Digga, ich schreib gar nichts mehr. Ich sag auch nichts mehr. Okay. Ja, das finde ich jetzt Mobbing, also da sage ich jetzt auch einfach gar nichts mehr zu SAD. Okay. Ja, also wenn jetzt keine Frage mehr kommt, dann war's das. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Allein das volle Quali, das gibt dem Ganzen auch nochmal was, finde ich. Ist ja. Ein bisschen anspruchsvoller auch, ne? Weil man sich die Reifen auch einteilen muss. Und was ich schon wild fand, im zweiten Quali habe ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine deutlich bessere Zeit gefahren als mit dem nagelneuen Intos im dritten. Ja, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht zu kommentieren, das Qualifying. War leider natürlich auch ein bisschen schade, dass es im Quali dauerhaft geregnet hat und so keine richtige Reifenstrategie zustande gekommen ist. Dann würde ich euch jetzt entlassen.
Glückwunsch auf jeden Fall nochmal an Palla, Chris und Broncos. Danke. Und ja, ja, und ich würde den Stream entlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen noch raiden. Ja, ich hab's schon gesehen. Der Chris war schon schnell. Ja. Hoffe ich konnte einigermaßen unterhalten. Und sorry for nothing natürlich auch. Danke fürs Kommentieren. Ich hoffe, Jojo ist nicht eingeschlafen. Ich habe schon den nächsten Jobvorschlag gesehen. Snooker kommentieren. Sehr gut. Also ich drücke jetzt. Jetzt kannst du kannst dich nochmal verabschieden, dann drücke ich auf beenden. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend und lasst liebe Grüße da. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Schönen Abend noch. Sitz rein, Spam.